Ich denke mal die ganze Zeit, ich muss jetzt auch Englisch reden, Nein, aber ich habe alles auf Deutsch vorbereitet und ich werde auch auf Deutsch sprechen. Also ja, es ist schön, hier mal wieder zurück zu sein, also hier vorne zu stehen beim Creative Morning. Ich muss, bevor ich mit meiner Präsentation anfange, noch zwei Sachen sagen. Einmal bin ich total froh, dass ich das Ganze an Rachel übergeben konnte. Wir haben uns damals mit Rachel und ihren Freunden getroffen auf eine Pizza und haben ganz viel erzählt und von den drei Freunden blieb eine übrig. Alle anderen haben wir verschreckt einfach mit all dem, was wir ihnen erzählt haben, was man alles so machen muss. Und es ist wahnsinnig viel Arbeit, Creative Mornings zu machen. Das erzähle ich nicht, weil ich das damals immer gemacht habe, sondern weil ich total stolz darauf bin, was Rachel daraus gemacht hat und wie wunderbar sie das nach vorne treibt. Also großen Applaus für Rachel. Ich bin Schriftgestalter und werde gleich so ein bisschen was über mein letztes Jahr mit Schrift erzählen. Ich bin seit vielen Jahren Schriftgestalter, aber seit einem Jahr quasi zu 100% investiert in Schrift. Und von daher finde ich es besonders schön, dass wir bei Adobe heute sind, weil Adobe tatsächlich eine ganz lange Schriftgeschichte hat. Also die haben, wenn man wirklich ganz weit zurückgeht in die Garage von John Warnock, da haben die PostScript damals mit angefangen und PostScript Schrift. Ne, das passt alles ganz, ganz eng zusammen. Also das sind Themen, die hier in diesem Hause, glaube ich, heute nicht mehr so heiß gehandelt werden. Aber das ist eigentlich die Geschichte von Adobe. Da kommt Adobe her, von dem, worüber ich heute ein bisschen erzählen werde. Ich will euch ein Stück auf meine Reise zurück mitnehmen. Von 2010 bis 2018 gab es unsere Agentur Erlaske Betönsmann. Und ich will gar nicht viel darüber erzählen, sondern ich will bloß irgendwie kurz zeigen, wir haben so Erscheinungsbilder gemacht, wir haben Kultursachen gemacht, wir haben Magazine, Zeitungen und auch Schriften gemacht, beziehungsweise ich habe die Schriften da gemacht und mein Anteil dort war immer so, dass ich 80% AD gemacht habe, also Art Direction und 20% Type Design und irgendwann war mir das nicht mehr genug und wir haben den Verbund aufgelöst und seit 2019 gibt es mich als Character Type, weil ich tatsächlich 100% Type Design machen möchte oder machen wollte. Und damit habe ich 2019, ganz früh, Januar 2019 angefangen. Für alle die, und das nur einen ganz kurzen Einschub, hat das irgendjemand schon gesehen? Ja. Ist es gut? Ja. Ja, es ist sehr gut, ich finde es auch. Ich finde es vor allen Dingen deswegen krass, weil dieses Nerd Business Type Design auf einmal 45 Minuten auf Netflix hat. Also das ist Jonathan Höffler, für die, die das nicht kennen, ist ein weltberühmter Schriftgestalter. Jeder, der irgendwie am Apple schon mal gesessen hat, hat bestimmt die eine oder andere Schrift von ihm schon mal dran aufgehabt oder benutzt. Und ich werde nicht die totalen Basics, wie Schriftgestaltung funktioniert, also das Erstellen von Fonts, von Schriften, mit denen man am Computer tippt, wer das mal nochmal nachvollziehen möchte, der geht auf Netflix und guckt sich das an und es ist wirklich gut erklärt. Also ich habe damals mich entschlossen, 50% oder mich auf zwei Standbeine zu stellen. Das eine ist Custom Type, also Schriften zu machen für Firmen, für Unternehmen, die eine Schrift brauchen aus verschiedensten Gründen, weil entweder die Lizenzen zu teuer sind für Schriften von der Stange oder weil sie technisch was Spezielles brauchen oder weil sie gestalterisch was ganz Eigenes brauchen, genau. Und das andere ist, dass man selber Schriften macht, Retail-Type nennen wir das, also Schriften, die in den Retail, in den Verkauf gehen, die einfach jeder kaufen kann aus dem Shop, MyFonts, FontShop etc., wie sie alle heißen. Und das sind so die zwei Standbeine, auf die ich mich stellen wollte. Ich würde gerne über den ersten Teil reden. Ich komme aus Ostdeutschland, also aus der ehemaligen DDR bin ich aufgewachsen und die Regale sahen nicht immer so aus in der DDR, aber Anfang des Jahres fühlte sich meine eigene Webseite bzw. mein eigener Shop, meine eigene Produktpalette so an, wie es sich damals angefühlt hat, wenn man in DDR-Zeiten in Konsum gegangen ist. Ich hatte zwar, wie ich schon sagte, über viele Jahre hinweg schon Schriftgestaltung gemacht, für Unternehmen, wie auf der rechten Seite zu sehen und also eigene Sachen auf der linken Seite. Aber wenn man neu anfängt, wenn man irgendwo hingehen möchte, dann möchte man natürlich etwas Neues haben, über das man erzählen kann. Man möchte ein Produkt haben, man möchte eine Geschichte haben und möchte nicht die alten Kamellen wieder aufwärmen müssen. Und deswegen war dieses Gefühl da,
zumindest meinerseits, ich brauche was Neues, was ich mir in mein Regal legen kann. Und wenn wir über Schrift sprechen und Investment, dann ist natürlich die Frage, was braucht es an Investments, um Schrift zu gestalten? Wenn man ein Stück in die Geschichte zurückguckt, dann war es früher so, dass man Setzkästen brauchte, man brauchte Blei, man brauchte verschiedenste Gewerke, Schriftschneider, die Formen geschnitten haben, man brauchte Schriftgießer, man brauchte Schriftsetzer, die dann wiederum die Schrift gesetzt haben, man brauchte Platz, um einfach mal so einen Kasten Blei irgendwo hinzustellen. Man brauchte, hatte Materialkosten. Man hatte riesige Maschinen und man brauchte irgendwie 20 Männer, die irgendwie um so eine Maschine rumstehen und zugucken, wie einer arbeitet. Die 20 Männer habe ich nicht. Ich habe auch nicht die Maschinen. Dann gab es irgendwann die Zeit, wo Schrift digital wurde. Das ist das Icarus-System, was von UAW gebaut wurde. Das hat in der abgespecktesten Version 10.000 Mark damals gekostet. In aufgeblasenen oder größeren, nicht aufgeblasen, aber in größeren, umfangreicheren Versionen waren das teilweise 100.000, die man dafür gezahlt hat, um Schrift digitalisieren zu können. Und dann kam 1993, 94 dieses schöne Programm, das nennt sich Fontographer. Und das hat alles verändert. Auf einmal brauchte man keinen Blei mehr, man brauchte keinen Platz mehr, man brauchte nicht 20 Männer, die um eine Maschine rumstehen, sondern man brauchte dieses Programm, was man für wenig Geld kaufen konnte, was heute durch Glyphs oder FontLab ersetzt worden ist. Und was, also ich glaube, Glyphs kostet irgendwie 199, 299 Dollar. Und schon ist man am Start und kann Schriften machen und Schriften publizieren. Und loslegen. Also dieses Grundinvestment an Material, an Leuten, an Raum ist weg. Das habe ich nicht mehr und das ist gut, weil sonst wäre das nicht gegangen. Das Investment, was ich heute brauche, um Schriften zu gestalten, ist Zeit. Deshalb vielleicht ein Blick auf das, wofür ich mich dann entschieden habe. Ich habe dann mich entschieden, eine Schrift zu gestalten, die heißt mittlerweile News Sans. Wie entscheidet man sich Schriften oder für eine Schrift, diese Schrift gerade zu gestalten? Es gibt ja keinen Auftraggeber außer mich selber. Ich habe mich entschieden, diese Schrift zu gestalten. Es gibt niemanden, der mir gesagt hat, dass ich sie gestalte. Um ehrlich zu sein, es war eine Schrift, die hatte ich schon in meiner Schublade liegen. Sie war schon relativ weit gediehen. Und ich dachte, ich könnte relativ schnell ein fertiges Produkt damit auf den Markt bringen. Die Eigenschaften dieser Schrift, ich will das gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Es gibt diese sehr geraden Ecken, es gibt eben keine Inktraps, also keine eingebuchteten Zuspitzungen, sondern immer diese rechten Winkel überall. Dadurch hatte ich einen sehr geraden und aufrechten und, Look. Und dann gibt es diese abgeschnittenen Ecken in der Schrift. Und an sich ist es eine Schrift, wenn man rangeht, wenn man sie größer macht, funktioniert sie in Headlines. Das ist so ein bisschen das Konzept auch dahinter. Sie hat sehr eigene Formen, also dieses G, was dort drin ist, ist sehr ausdrucksstark. Aber sie funktioniert genauso gut in kleinen Größen, also in Textgrößen. Also eine Schrift, die extrem vielfältig einsetzbar ist. Und dann überlegt man sich, wenn man sich für ein Konzept entschieden hat, wie weit will ich so eine Schrift eigentlich ausbauen? Wenn es um Zeichensätze geht, dann gibt es so ein paar Standards. Also wenn wir uns im lateinischen Bereich befinden und ich bin eher spezialisiert auf die lateinischen Buchstaben als auf, ich sage jetzt mal, indische Skripte oder chinesische Zeichen. Wenn man sich mit dem lateinischen Zeichensatz auseinandersetzt, dann muss man natürlich berücksichtigen, dass es Menschen gibt, die nicht nur Äs und Ös und Üs haben, sondern die auch alle möglichen anderen Akzente haben und andere Sprachen sprechen. Und man muss sich entscheiden, was man drinne hat und was man rauslässt. Man muss entscheiden, ob man Kapitelchen und wie viele Ziffernformate und so weiter und so fort. Und wenn wir über diesen Gedanken von Invest sprechen, also wie viel Zeit stecke ich da rein, dann muss ich mal wissen, dass jede dieser Schriften ja auch in verschiedenen Strichstärken und so weiter vorliegen. Also das multipliziert sich alles. Nur mal ein Beispiel. Das sind die Ziffernformate, jetzt mal die Ziffern im Kreis ausgenommen, die sich in der Schrift drinnen befinden. Jetzt könnte man sagen, das sind ja zwei große Zweien, zwei kleine Zweien. Aber wenn man sie übereinander legt, dann sieht man, dass die proportionalen Versalziffern und die Tabellenziffern auch nochmal Unterschiede zueinander haben. Tatsächlich, die Tabellenziffern müssen natürlich in einer Breite funktionieren und die weiße im Hintergrund liegt natürlich tiefer. Das heißt, selbst bei Dingen, die so ganz offensichtlich irgendwie gleich sind, ist nicht alles gleich. Und dann geht es natürlich, wie gesagt, an die Schriftschnitte und an die Breiten. Und
ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich irgendwann den Punkt verpasst habe, zu sagen, ich höre erstmal auf und veröffentliche erstmal, sondern ich habe einfach weitergemacht, weil ich dachte, es ist gut, dieses Regal, was ich euch am Anfang gezeigt habe, so richtig voll zu machen und so einen richtigen Dosenberg zu bauen, wie man ihn so aus von Campbell-Dosen kennt. Und dann kommt man am Ende auf 90 Schriftschnitte, wovon 18 handgezeichnet sind. Das heißt, es gibt das, die Möglichkeit der Interpolation. Und man kann zwischen diesen Extremen interpolieren, aber man braucht trotzdem eine bestimmte Anzahl von Mastern, mit denen man was machen kann. Also ganz viel Zeit, die Damen wieder. Und dann vielleicht mal die Rechnung, die dazugehört. Also wir haben 18 Master mit jeweils knapp 700 Zeichen, sind eher 711, glaube ich, aber um die Rechnung mal leichter zu machen. Es sind 12.600 händisch gezeichnete Zeichen. Und auch hier ist eine vereinfachte Rechnung. Ne? Aber wenn man 10 Minuten pro Zeichen sitzt, das ist natürlich nicht bei jedem Zeichen gleich. Also wenn ich ein A zeichne und überhaupt anfange, ein A zu zeichnen, dann kann das sein, dass ich da tatsächlich stundenlang dran sitze, bis ich die Form finde. Das Ä daraus zu machen, ist dann leichter, weil ich muss nur noch die Punkte zeichnen. Und die lassen sich tatsächlich grundsätzlich erstmal schneller zeichnen als das A. Weniger Entscheidungen, die da überhaupt zu treffen sind. Von daher, das ist jetzt eine Rechnung, die ausbalanciert ist zwischen all den Zeichen. Ich weiß auch nicht, ob 10 Minuten pro Zeichen, ob das jetzt so wirklich ist. Aber ich habe mal so verschiedene Zahlen so durchgerechnet, aber es kommt so halbwegs hin, dass man dann auf 210 Tage dann kommt, die man investiert, um so eine Schrift zu machen. Und das ist das ganze Investment, was in Schrift an sich drin steckt. Das ist immer Zeit. So. Und wenn ich keine Mitarbeiter habe und ich habe als Einzelunternehmer angefangen, ich arbeite mittlerweile mit mehreren freien Mitarbeitern zusammen, die ich vor allen Dingen bei Kundenprojekten ranlasse, weil ich da weiß, da kommt auf jeden Fall Geld rein, um die bezahlen zu können. Aber vor allen Dingen bei den Retail-Sachen ist das meine Zeit, die mir keiner bezahlt. Das sind erstmal 210 Tage. Und dann kommt irgendwann der Tag, an dem man sich die Obamas bestellt, damit sie hinter einem stehen, wenn man den roten Knopf drückt zur Veröffentlichung. Und dann veröffentlicht man das Ganze. Kommt jetzt der nächste Slide. Und man veröffentlicht am 1. September und am 1. Oktober hat man gar nichts verkauft. Und dann fragt man sich, what have I done? Dazu muss man sagen, erstmal muss man dazu sagen, ich habe Durst. Also dazu muss man sagen, da kommen einem tatsächlich dann so Zweifel. Also weil es ist ja mittlerweile September, ich habe im Januar angefangen, 200 Tage reingesteckt, natürlich auch andere Sachen gemacht. Also ich habe natürlich auch Klinken geputzt und ich habe mich bei Firmen vorgestellt, um mein zweites Standbein zu befüllen. Ich habe Marketingmaterial erstellt. Ich habe und. Ja, also in der Zeit ist mehr passiert. Aber man sitzt wirklich so da wie heißt der Nicolas Cage? Ne? Also man denkt echt so, what the hell? Ich kann überleben, weil ich habe andere Standbeine. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. So, da muss man auch zu sagen, ich habe schon im Studium Schriftgestaltung gemacht und ich habe direkt nach meinem Diplom 2008 da eine Schrift als mein Diplom gemacht, habe die auch verkauft. Und vor 10 Jahren, also 2008 oder vor fast 12 Jahren, war tatsächlich dieser Retail-Markt auch noch ein anderer. MyFonts war ein anderes Gewerk, das funktionierte anders dort. Die Bedingungen, die Rahmenbedingungen des Marktes haben sich tatsächlich verändert. Und das ist auch etwas, was ich über dieses letzte Jahr hinweg erstmal lernen musste, wie dieser Retail-Markt jetzt funktioniert, den ich vorher, wie gesagt, vorher 20% Schrift eher so aus der Nebenberuflichkeit heraus beobachtet habe und der sich aber stark verändert hat, dieser Retail-Verkauf. Und das ist etwas, wo ich darauf reagieren muss und auch werde und auch schon Pläne habe, aber es ist tatsächlich so, es ist auch nicht so geblieben, dass da unten jetzt immer noch eine Null steht, aber dieser erste Monat, der war schon erschreckend. Parallel dazu, beziehungsweise in Vorbereitung darauf, habe ich dieses Heft gestaltet. Characters heißt das. Character Type, Characters, lag auf der Hand.
Ich wollte ein Heft gestalten, es gibt diese Schriftmuster. Vielleicht, wer ist hier Designer? Wer hat mit Typografie zu tun? Einmal per Hand hoch. Dann habt ihr bestimmt schon mal so Schriftmuster an der Hand gehabt. Das sind so hübsche Hefte, die alle möglichen Schriftgestalter machen, um ihre Schriften zu zeigen, wie sie funktionieren. Das ist seit Jahrhunderten so. Das ist jetzt irgendwie nicht eine Erfindung der Neuzeit, sondern das, man muss ja irgendwie den Designern was an die Hand geben, damit sie wissen, wie funktioniert die Schrift, wie läuft die, sieht die gut aus und wie wirkt die. Und eben nicht nur am Bildschirm mit irgendwie ein paar hübschen Fotos, die irgendwie nett aufbereitet sind. Und mein Gedanke war dahinter zu sagen, naja, das ist immer sehr hübsch, was die haben, aber sie sind auch immer sehr inhaltsleer. Es sind halt diese Wortkaskaden und wunderschöne Doppelseiten. Aber ich wollte gerne ein bisschen was mehr erzählen. Ich habe dann so ein Büchlein gefunden mit uralten Scherenschnitten. Scherenschnitte haben ganz viel mit Schriftgestaltung zu tun. Und ich habe ein paar Texte geschrieben, die da mit drin sind. Ich habe auch ein paar Hefte mitgebracht. Wer schnell ist nachher, kann eins haben. Sind, glaube ich, nicht genug für alle. Und ich habe unter anderem... Ach so, das wollte ich auch noch erzählen. Ich habe unter anderem die erste Fuhre dieses Heftes wieder einstanzen dürfen, einschreddern dürfen, weil, so dass ich eben nicht am 1. September damit rauskommen konnte, weil das ist genäht. Ja? Und die Druckerei hat von innen nach außen genäht. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man so eine Nadel von innen nach außen hier durchsticht, dann tauchen hier draußen so weiße Reste auf, die so ganz randelig und schlimm aussieht. Dann mussten sie alles einstanzen und nochmal machen. Auch das, kleiner Rückwurf, alles im September. Also September war nicht mein Monat. Aber irgendwann im Oktober war das Heft dann fertig. Und ich hatte zum Beispiel den Text über diesen Mann hier drin. Und dieser Mann hat auch wieder ganz viel mit Adobe zu tun. Da komme ich ganz zum Schluss nochmal drauf. Ich habe mich mit diesem Mann, das ist Peter Caro. Er hat die UAW mitgegründet, das sagt vielleicht einigen was, war früher mal eine sehr bekannte Type Foundry. Er hat unter anderem, und ich will das bloß ganz schnell durchrennen, er hat unter anderem die Kurve erfunden oder die Vektorkurve in der Schriftgestaltung oder am Computer mit. Ich verkürze das gerade extrem. Ja. Peter Caro, wenn er hier will, wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wie ich das erkläre. Aber er war einer der ersten, der eben nicht mehr mit Teilsegmenten gearbeitet hat, um irgendwie eine Rundung zu imitieren, sondern der aus dem Schiffsbau Hamburg abgeleitet hat, dass man mit Splines, also mit Kurven, Vektorkurven darstellen kann und hat sozusagen die Vektorkurve in die Schriftgestaltung eingeführt. Das war phänomenal. Und als er das erste Mal gemacht hatte, dann hatte er irgendwie seinen Fuß, der war nämlich eigentlich Physiker, er hatte seinen Fuß im Schriftenbusiness, hat mit verschiedenen Schriftfirmen zusammengearbeitet und war dann für viele Jahre lang einer der absoluten Innovatoren, was Schrift betraf. Zum Beispiel das Hinting, also die Darstellung der Pixel, die Pixeldarstellung am Bildschirm, früher noch viel relevanter als heute mit unseren Retina-Displays, dass eben nicht so ein Pixelhaufen dort auf der linken Seite bei 8 Punkt oder bei 10 Punkt angezeigt wird, sondern ein richtig schönes, sauberes A. Auch das hat er erfunden und ich habe vorhin schon mal den Begriff Interpolation fallen lassen. Also zu sagen, man hat ein paar Master, nämlich Hairline, Regular und Black, alles was hier rot ist und was dazwischen ist, kann man zwischenberechnen, ausrechnen. Also der Schriftgestalter muss eben nicht 90 Schriftschnitte zeichnen, sondern kann bestimmte Schriftschnitte dazwischen interpolieren und rausrechnen lassen vom Rechner und dann ein bisschen nacharbeiten. Und er hat das möglich gemacht, was heutzutage der Hot Shit ist, nämlich Variable Fonts. Die basieren auch, also ich weiß nicht, ob jemand davon schon gehört hat, ist ein neues Fontformat, wo eben nicht mehr 90 Schriftschnitte nötig sind, sondern wo alles und alle Zwischenschnitte, wenn das nicht ganz so ruckelig dargestellt werden wird, da oben an dem Bildschirm, ah ne, da auch, also alle fließenden Formen sind mit dabei. Und das ist alles auf Peter Caro zurückzuführen. Ich bin froh, dass ich das letzte Jahr mit ein paar Firmen habe auch zusammenarbeiten können, weil solche Monate wie der September hätten mich sonst ziemlich, hätten mir ziemlich die Beine untern weggerissen, auch was das Finanzielle betrifft. Ich arbeite zum Beispiel mit der Medienunion. Ups, das, was dahinter ist, sieht man jetzt nicht. Aber zum Beispiel habe ich für die Medienunion schon vor ein paar Jahren ein paar Schriften erstellen können mit einem großen mathematischen Satz. Und das ist auch so, das sind so die spannenden Tage als Schriftgestalter. Das gibt nämlich auch sehr langwierige und langweilige Sachen. Aber wenn man zum Beispiel mit so Unternehmen arbeitet, die einen großen mathematischen oder wissenschaftlichen Zeichensatz brauchen, die Klammern brauchen, die über mehrere Zeilen hinweg funktionieren und eben nicht dann versetzt zueinander stehen, die für Formelsatz da sind, das kann man alles nicht, oh doch, hier kann man das ganz gut sehen, und mit griechischen Alphabeten und
von daher war ich froh, dass ich diese Geschäftsbeziehung von früher noch hatte, auf die ich mich verlassen konnte. Und wo wir eine schöne Kondensed-Variante noch machen konnten, inklusive griechischen Formelsatz und so weiter und so fort. Und ich versuche mich natürlich nicht von dem September abschrecken zu lassen, sondern einfach weiterzumachen. Das ist die New Serif, die jetzt gerade entsteht. Das ist sozusagen die Serifenversion, die zu der Sans dazukommt. Und schon mal so irgendwie erste Kondensed. Und auch da irgendwie, ich finde immer nicht den Rahmen, wo man aufhört und wann man veröffentlicht, sondern auch da kommt schon wieder irgendwie die nächste Kompress dazu. 5 Investment-Tipps nach einem Jahr mit Schrift. Mein erster Tipp, habe eine Strategie. Meine Strategie war Retail und Custom Fonts. Wenn man erstmal eine Strategie hat, ist schon mal gut. Das ist zumindest mein Gefühl. Daran kann man sich dann abarbeiten und dann kann man aber auch merken, dass irgendwie das eine oder andere Standbein nicht funktioniert. Aber irgendwas wird schon hängen bleiben und das tut es aus. Ausdauer haben, dranbleiben, nichts klappt sofort. Ihr erinnert euch den geschredderten Baum, das geschredderte Heft. Kunden finden. Was meine ich damit? Also man muss Geld verdienen. Der Klavierlehrer und der Geigenlehrer meiner Kinder, die wollen auch ihr Geld haben. Die Salami muss aufs Brot. Und mit Kunden meine ich, Kunden finden ist, man hat seine Strategie, aber man darf sie auch aufweichen und dann, man darf mal einen Schlenker machen und man darf mal Geld verdienen, um dann wieder seine 210 Tage zurückzukommen und in die Schrift wieder ranzugehen. Wenn ihr sowas machen wollt, kann ich euch nur raten, Freunde zu haben. Ihr werdet Panik haben in September, also wenn der September kommt, und ihr werdet jemanden zum Ausheulen brauchen. Und ihr solltet Idole haben und sie versuchen zu treffen, so jemand wie Peter Caro. Dann hat man jemanden zum Franzbrötchen essen und außerdem kann man mit den Stories angeben und wenn es mit der eigenen Arbeit nicht klappt und man hat irgendwas zu erzählen, wenn man dann hier zum Creative Morning eingeladen wird und genau. Und noch eine 5 hinten dran, einfach weitermachen. Also das wird schon werden. Einfach nicht aufgeben und durchziehen. Und genau, und jetzt komme ich zu ein paar Schlussworten. Wer ist hier eigentlich von Adobe? Ist hier jemand von Adobe mit dabei? Oh doch, eine ganze Menge. Dann sind dies die Schluss- und Grußworte an euch, beziehungsweise an alle, die sich heute nochmal vor InDesign setzen werden. Peter Caro hat auch mit dem berühmten Hermann Zapf zusammengearbeitet. Wer kennt Hermann Zapf? Zapfino, Zapfdingmatz, kennt ihr alle, ne? Und noch 1000 andere Schriften, einer vielleicht der größten Schriftgestalter des 20. Jahrhunderts. Und wer mal jemanden kennenlernen möchte, der sollte seine Frau mal kennenlernen. Also die ist mittlerweile gestorben mit über 100 Jahren, aber seine Schriften sind teilweise recht streng. Wunderschön, und sehr, aber auch recht streng. Und wenn man die Arbeit seiner Frau anguckt, Gudrun Zapf von Hesse heißt sie, glaube ich, die konnte freier arbeiten. Die hat nicht so kommerziell gearbeitet wie er. Und man spürt diese Freiheit, mit der sie arbeiten konnte. Also wenn ihr mal irgendwie ein bisschen Schrift recherchieren wollt, Gudrun Zapf von Hesse, die stand ihrem Mann in nichts nach, außer vielleicht in dem kommerziellen Erfolg, den sie auch gar nicht so gepusht hat wie er. Auf jeden Fall haben die beiden zusammengearbeitet, weil Hermann Zapf schon in den 60er, 70er Jahren versucht hat, Computersatz herzustellen, der ausgeglichen war, also wo keine Lücken, wenn man einen Blocksatz gesetzt hat, wo keine Löcher drin waren, wo keine Wörter auf einer einzelnen Zeile unten standen, wo gute Umbrüche waren. Also hat er verschiedene Theorien geschrieben und hat in Amerika dazu geforscht und hat sich dann irgendwann mit Peter Caro zusammengetan, um das sogenannte HZ-Programm zu schreiben. HZ steht für Hermann Zapf. Also Peter Caro und Hermann Zapf haben zusammengesessen oben in Norderstedt. Und muss nämlich auch dazu sagen, der kommt aus Hamburg oder aus Norderstedt halt. Und haben es geschafft, das, was hier drüben löchrig ist und die einzelnen Wörter und so weiter und so fort. Also sie haben es geschafft, ein Programm zu entwickeln, das in der Lage ist, über mehrere Zeilen hinweg den Satz zu beobachten, Löcher herauszufinden und eine vergleichbare Satzqualität herzustellen wie in der Gutenberg-Bibel. Das war auf jeden Fall der Anspruch von Hermann Zapf. Es ist später angezweifelt worden, aber war auch ein gutes Marketing-Tool, um das irgendwie den Leuten zu erzählen, dass man mittlerweile, dass das jetzt jeder kann, so wie Gutenberg das früher gemacht hat. Als die UAW 1994 aufgrund von
naja, es waren alle Schriften digitalisiert. Es kam diese FontLab etc. auf den Markt. Jeder konnte das auf einmal alleine zu Hause machen. Man brauchte die UAW nicht mehr. Die sind mit 240 Leuten in die Insolvenz geschlittert. Und die Patente dafür wurden von Adobe aufgekauft. Und die Rendering Engine sozusagen, die Satz-Engine, die, mit der ihr heute Blocksatz setzt, steckt wohl immer noch in InDesign drin. Vielleicht können die Adobe-Leute hier das irgendwie... Keiner weiß das so genau, also auch bei Wikipedia und so weiter. Also es stimmt, es steckt auf jeden Fall mit drin. Ob das heute, ob man es irgendwann mal rausgeschmissen hat in den letzten 5 Jahren, das weiß ich nicht. Aber InDesign aus diesem Hause kommt eigentlich von den Typen da unten. Und genau, das sind meine Schlussworte. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Ich bin großer Fan von der Band Wolfpack und da war ich letztens auf der Homepage, um zu gucken, was die so anbieten. Und bei Merch gibt es einen Bass zu kaufen, ein T-Shirt und eine Font. Und ich war ein bisschen überrascht, dass man für $90 die Wolfpack-Font kaufen soll. Jetzt macht es aber Sinn, wenn ich sehe, irgendwie, es gibt Leute, die fangen jetzt an, ein neues Business auf Schriftgestaltung aufzubauen. Wie groß ist das? Also wie viele Leute fangen pro Jahr an, eine Schriftgestaltungsfirma aufzubauen? ich hoffe nur ganz wenige, aber ich weiß, dass es mehr sind. Also ich will es mal so beantworten. Es gibt 3 oder 4 richtig gute Masterprogramme auf der Welt für Schriftgestaltung. Eins in Reading, eins in Den Haag. An der Cooper in Amerika gibt es eins. Dann gibt es in Potsdam, in Augsburg, hier in Hamburg gibt es Studiengänge, wo man das nicht als Master, aber als einfach Studienfach im Fachbereich Design mit studieren kann. Und so gibt es im Jahr bestimmt 50 Leute, vielleicht mehr, die versuchen, damit was anzufangen, die vielleicht aber auch nur eine Schrift machen, die irgendwie auf den Markt schmeißen, sie verkaufen oder eben nicht verkaufen. Und also ich weiß nicht, wie viele da jetzt eine Schriftfirma anfangen mit dem Nachdruck, mit dem ich versuche, das anzufangen. Aber manche sind auch einfach, wie gesagt, Studenten, die eine Schrift gemacht haben im Studium, sie auf MyFonts raushauen, vielleicht damit Erfolg haben und dann sagen, hey, da funktioniert was, da läuft was und dann machen sie das. Genau. Ja, du hast ja auch mal so ein Beispiel gerade gezeigt, wo du einen Buchstaben so übereinander gelegt hast und gezeigt hast, so, guck mal, hier, die sehen ein bisschen unterschiedlich aus. Wie sind da so die Entscheidungswege, um solche Entscheidungen zu treffen? Also, woran machst du das fest, dass du da vielleicht ein bisschen weniger Strichstärke hast oder etwas mehr Krümmung und so weiter? Also bei der 2 eben ist es total leicht aus technischen Anforderungen heraus zu erklären. Also es gibt einmal die proportionalen Versalziffern, die einfach so im Text laufen und wenn man die hintereinander setzt, müssen die irgendwie ganz schön nebeneinander laufen mit den Abständen. Also es geht vor allem um die Abstände nach links und rechts, ne, zum Vorher- und Nachregeln. Und bei Tabellenziffern habe ich fest eingerichtete Buchstabenbreiten. Also eine 0 sitzt auf derselben Breite wie eine 1 und eine 2 und eine 3. Und damit, wenn ich sie untereinander schreibe in Tabellen, damit die wirklich untereinander durchlaufen, die Zahlen. Und dieser Raum, manchmal ist der zu groß oder manchmal zu klein für eine bestimmte 2 zum Beispiel. Deswegen, in diesem Fall, habe ich das angepasst. So, ansonsten, man arbeitet immer mit einer bestimmten Anzahl von Grundbuchstaben. Hamburg ist zum Beispiel super Wort dafür oder Hamburger Fonts, das sind so, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, das sind so stilprägende Buchstaben einer Schrift, die da drin sind. Und die gestaltet man und man versucht ein Konzept, das ist das, was ich mit diesen paar animierten Sachen da am Anfang versucht habe zu zeigen. Man versucht ein Konzept zu erstellen, das möglichst straff auch zusammenzuziehen und das auf Buchstaben zu übertragen. Und die Buchstaben daran abzugleichen. So. Am Ende sitzt aber niemand neben mir und sagt, da hast du aber das Konzept verlassen. So, das ist aber auch, also es ist irgendwann eine Bauchentscheidung, es ist auch eine Erfahrungserscheidung. Und, aber man sollte schon irgendwie nach einem Konzept arbeiten. Ne? Ja, das vielleicht in Kürze. Kann man länger drüber reden. 210 Tage sind ein schlechtes Verkaufsargument, wenn ich ein Custom von meinen Kunden verkaufen will. Wie lange brauchst du für eine erste Idee, ein Custom von aufzubauen, so ein Konzept zu entwickeln und zu sagen, für das Unternehmen brauche ich das? Ja. Erstens Sketch, dann die Skalierung. Also die 210 Tage sind natürlich auf 90 Schriftschnitte. Es gibt wenige Kunden, die 90 Schriftschnitte haben wollen. Also wenn ihr einen habt, her damit. Also ich habe zum Beispiel für die Süddeutsche Zeitung haben wir
57 Schriftschnitte über mehrere Jahre hinweg gemacht. Das ist aber auch der Kunde mit den meisten oder mit dem größten Schriftsystem, was ich bis jetzt verkauft habe. Also um das mal zu relativieren schon mal. Ja? Wie bitte? Lass es 6 sein. Also ein Konzept zu entwickeln, 4 Wochen, damit man irgendwie dieses Hamburger Fonts in Light und in Black vielleicht auch schon abgestimmt miteinander und dann den Ausbau, je nachdem wie viel Zeichen, also sagen wir mal 400 Zeichen statt 700 Zeichen, dann hast du keine Kapitelchen, hast du auch nicht 7-Ziffern-Formate, sondern eben bloß 3, aber das reicht auch für die meisten Anwendungen. Und dann kannst du so ein Projekt in 3 Monaten durchreißen. So. Aber es ist immer die Frage, wie lange brauchen Abstimmungen auch beim Kunden? So, ne? Also wenn der Kunde irgendwie 7 Runden dreht und nochmal hier und nochmal da und selber 2 Wochen braucht, um das irgendwie durchs Haus zu peitschen, dann dauert das natürlich länger. Aber man kann so ein Projekt locker auch in 3 Monaten machen. Ich habe auch schon Schriften für Otto gemacht, so eine Skriptschrift zum Beispiel, die haben wir in 6 Wochen gemacht. Das ist dann ein Schriftschnitt. So, ne? Also das ist von bis. Und es ist von, wie gesagt, ganz vielen Parametern abhängig. Schriftschnitte, Zeichenanzahl, unterschiedliche Skripte, soll noch Griechisch und Kyrillisch dabei sein und so weiter und so fort. Wie viel? So. Ne? Und dann bläst sich das Ganze auf. Aber man kann natürlich immer Mitarbeiter dazu holen. Und wenn man erstmal das Grundkonzept hat, so, wenn man die Grundbuchstaben hat, dann kann ich da auch 3 Leute ransetzen, die das durcharbeiten, sag ich mal. Ne? Und dann wird es dann auch schneller. Das ist dann immer von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Genau. Ja? Okay. Ja? Oh, ganz dringlich. Sehr schnell. Ganz schnell. 2 Minuten. Es geht um Google Forms. Also es, ja. Ich merke, dass es wird immer größer und es ist so viel einfacher zu sagen, bevor ich dir groß erkläre, wo man Schrift bezahlen muss, da nehme ich dir das. Und besonders wenn es Webprojekte sind, dann nehme ich das. Und es ist wirklich für mich schwer geworden zu sagen, guck mal, das ist großartig, aber du musst jetzt irgendwie 300, 900 Euro dafür bezahlen. Ist aber super cool und dann dauert es eine Woche und dann nimmt man Google Forms. Also, oder? Also meine Erfahrung. Wie gehst du damit um oder hat sich das Geschäft dadurch? Also das, was ich vorhin sagte, der Retail-Markt hat sich verändert durch Adobe-Fonts, ja, ist auch ein Thema. Ja. So, also jeder, der die Creative Suite hat, hat Zugriff auf die Adobe-Fonts, wobei die meines Erachtens nach ein relativ faires Bezahlmodell für die Schriftgestalter haben. Ja? Also die Schriftgestalter kriegen Geld dafür, dass die Schriften da sind. Google-Fonts, auch Adobe Fonts, ja, der Markt hat sich dadurch verändert. Ich habe kein wirkliches Argument, außer zu sagen, naja, alle benutzen dann halt die Google Fonts. Und dann sind wir wieder da, wo wir vor 10, 15 Jahren waren, wo noch keine Webfonts funktioniert haben, wo wir nur Systemfonts hatten. So, das heißt, damals waren es 5, 7, 10 Systemfonts, die man wirklich sicher nutzen konnte. Heute sind es 100 Schriften. Von denen sind auch nicht alle qualitativ tippitoppi, aber da sind ein paar richtig gute dabei, muss man auch sagen, also bei den Google-Fonts. Ne? So, also von daher, das ist das Argument, was ich hätte, zu sagen, alle benutzen Google-Fonts. Wenn du wirklich über Typografie dich auszeichnen möchtest, dann... Hat es einen Wert für dich, dann genau. Mehr Fragen musst du nach dem Event sein. Ja, gerne auf mich zukommen. Wie gesagt, es gibt ein paar Hefte und wenn sie weg sind, sind sie weg. Danke, Henning! Job partners to work together.